Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Putzen nach Weihnachten. Ich sag's euch, ich habe 2 Tage nichts gemacht. Wir waren 6 Personen hier und es ist alles liegen geblieben. Gut, während dem Kochen habe ich eine Spülmaschine gemacht und das war's auch. Das heißt, wir haben heute ganz, ganz viel Wäsche zu tun, ganz viel Geschirr zu waschen und alles drumherum. Ich hatte Flecken auf dem Boden, Flecken auf den Schränken, es sind Tassen ausgeschüttet und alles hat geklebt. Und ja, ihr werdet es in diesen fast 40 Minuten sehen. Wir haben auf jeden Fall 4 Maschinenwäsche. Ich habe nicht alles mitgefilmt, sondern ja, das meiste versucht mitzufilmen. Und irgendwann dachte ich mir so, wenn ich jetzt die Szene Waschmaschine jetzt das 5. Mal drehe, das wird bestimmt langweilig, und habe es dann nicht gefilmt. Aber ihr habt auf jeden Fall viele Ausschnitte bekommen und ich habe auf jeden Fall mit der Wäsche angefangen. Ich habe mir von oben den Wäschekorb runtergeholt, denn in dem Weihnachtsvideo habt ihr von oben im Gang rechts an der Seite einen überlaufenden Korb gesehen. Und das ist dieser Korb. Den habe ich jetzt erstmal einsortiert, damit ich weiß, was ich waschen muss. Und am dringendsten ist jetzt die dunkle Wäsche. Ich habe dann noch, ich glaube, einen Korb gefunden, also so die ganze Wäsche, was ich so vom Boden eingesammelt habe, war auch nochmal ein Korb ungefähr, was ich dann auch einsortiert habe. Und ja, das sind jetzt die letzten Reste von meinem Industriewaschmittel, die sind fast leer. Ich habe jetzt tatsächlich noch einen einzigen Waschgang, den ich damit waschen kann, und dann ist das Industriewaschmittel aufgebraucht. Denn ich möchte ja anfangen mit Kastanien zu waschen. Ich habe auch schon Kastanien hier und klein geschnitten. Die warten auf ihren Einsatz und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn das dann komplett leer ist, wie das funktioniert und ob ich dauerhaft dabei bleibe. Dann geht es weiter in die Küche, sprich die Waschmaschine läuft. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, habe ich tatsächlich auch einen Trockner gestartet. Und in der Zeit machen wir die Spülmaschine, erstmal räume ich sie aus. Und dann muss sie wieder eingeräumt werden. Und auch das waren 4 Spülmaschinendurchläufe. 4-mal die Spülmaschine starten an diesem Tag, bis die Küche wieder auf dem Stand war, wo ich sage, das funktioniert. Damit kann man arbeiten. Einige Teile mussten auch doppelt rein, wie zum Beispiel diese Auflaufform. Die ist beim ersten Mal nicht sauber geworden. Genau, ich habe da jetzt einmal einen großen Schnitt gemacht, weil sonst wird das einfach viel zu lang. Das waren bestimmt 12 Minuten, die ich am Stück gefilmt habe. Also wundert euch nicht in den nächsten Szenen über einige Schnitte. Nein, die Weingläser, die standen nicht die ganzen 2 Tage, 3 Tage, Weihnachtsfeiertage dort, sondern die wurden auch zwischenzeitlich mal sauber gemacht, und wir haben an beiden Tagen Hugo getrunken und Wein getrunken und wollen das am Quatsch machen. Ich dachte ja erst, das sieht man nicht in der Kamera, aber doch, man hat es gesehen. Ja, er ist von der Frühschicht heimgekommen, macht sich jetzt gerade einen Kaffee oder will sich einen Kaffee machen, und er muss unbedingt ins Bett. Also ja, alle Frauen, die sagen, wenn sie 2 Kinder haben, dann zählen sie ihren Mann dazu, dann haben sie 3 Kinder. Es stimmt, und mein Mann ist definitiv, wenn er nicht genug geschlafen hat, wie ein überdrehtes Kleinkind. Ich muss mal kurz Pause machen. Der Kleine soll eigentlich schlafen, aber soll und tun sind ja 2 verschiedene Dinge. So, jetzt schläft er hoffentlich. Es dauert bei ihm immer ewig, weil er sich super schwer tut, einzuschlafen. Aber das Problem hat er schon immer. Genau. Auf jeden Fall bin ich noch in der Küche. Das hier ist jetzt die neue Arbeitsplatte, was wir auf Kinderhöhe angebracht haben. Sie ist noch nicht ganz fertig. Sie steht jetzt erstmal nur auf, ich glaube, 4 Füßen oder 5 Füßen von dem alten Schreibtisch. Nach Neujahr oder im neuen Jahr, wann genau, wissen wir noch nicht. Wird wahrscheinlich wieder eine Spontanaktion werden. Werden da unten drunter dann noch Küchenschränke reinkommen. Wir haben das auch schon ausgemessen. Es wird dann immer noch auf Kinderhöhe sein, also so, dass die Kinder gut dran arbeiten können. Wir haben dort unten drunter auch den Hocker. Ich brauch den Hocker sowieso auch in der Küche. Also ich bin ja auch so ein Lilliput und komme nicht an diesen obersten Bereich meiner Schränke ran. Deswegen brauche ich ohnehin einen Hocker in der Küche. Und wir haben dann noch so einen kleinen Stuhl unter der Platte, wo die Kinder sich draufsetzen können. Und genau, dann geht's mit der Wäsche weiter. Ich habe da auf jeden Fall mein Spielzeug vom Kleinen weggeräumt. Eins habe ich schon kaputt getreten. Ich Rabenmama. Ich trete Spielzeug kaputt und ich sauge auch Spielzeug ein. Da bin ich gnadenlos. Gut, es war nicht mit Absicht, dass ich es kaputt getreten habe. Aber wenn es am Boden liegt, by the way, ganz ehrlich, sind sie selber schuld.
ja, ich räume dann Wäsche ein. Der erste Wäschekorb von vielen, sehr vielen. Und in dem Atemzug, wenn ich eh schon in dem Zimmer bin, mache ich auch gleich das Bett. Und meine Kinder, die sind nicht von diesem Stern. Die schlafen mit so viel Spielzeug im Bett. Also was ich da schon in der Früh alles rausgeholt habe an Sachen, auch Stifte und Stempel. Heute Nacht jetzt ist der Kleine aufgestanden und das ganze Gesicht war fleckig. Ich habe dann den Stempel im Bett gefunden. Er hat im Bett gestempelt und nicht nur das Bett bestempelt, sondern auch sein Gesicht. Das ist immer noch drauf. Also ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, das abzuwaschen, weil es geht sowieso nicht weg. Der hat sich vor einer Woche auch im Gesicht angemalt. Den habe ich mit den Strichen im Gesicht in den Kindergarten geschickt, weil es geht einfach nicht ab. Filzer auf der Haut funktioniert nicht. Er hat mir irgendwas gebracht, weil er draufgestiegen ist. Ja, ist selber schuld. Dann musst du deine Sachen aufräumen. Ansonsten tut's weh. Mir tut's auch weh. Deswegen trage ich nur noch Hausschuhe oder allgemein Schuhe im Haus. Ja, und dann geht's wieder weiter an die Wäsche. Das ist besagter Wäschekorb, den ich von oben runter geholt habe. Das ist nochmal die ganze Wäsche, was ich so nebenbei vom Boden eingesammelt habe. Beziehungsweise auch aus unserer Ecke im Schlafzimmer. Da haben wir diese Truhe. Das ist auch ein Sammelsurium-Platz für Dreckwäsche. Also mein Mann und ich ziehen uns da aus, unseren Schlafanzug an und am Tag wieder um, also in der Früh. Und dann bleiben die Sachen dort liegen. Ja, wir haben oben einen Wäschekorb, aber es wandert halt nicht in den Wäschekorb. Ja, und wenn ich dann halt oben bin, Wäsche aufräume, dann nehme ich diesen Korb und packe gleich die Klamotten mit runter. Die werden, wie gesagt, dann auch nochmal schnell einsortiert. Dieser Wollekorb ganz oben, nein, der ist nicht bis zum Überlaufen voll. Ich bin aber so klein, dass ich das Zeug nicht nach ganz hinten reinkriege. Sprich, wenn ich den Korb ganz rausziehe und die Sachen wirklich richtig in den Korb reinmache, dann passt es in den Korb rein. Aber dadurch, dass ich so klein bin, schaffe ich das nur, die Teile nach vorne dran zu legen und dann schaut es nach vier Teilen aus, als wäre der komplett voll. Ich kehre dann noch schnell raus. Weil bei uns ist irgendwie immer dreckig. Immer Katzenhaare, Katzenstreu, Hundehaare, Steinchen. Ich hatte heute auch Steinchen auf meiner Waschmaschine liegen, die ich aus der Jackentasche von dem Kind geholt habe. Also alles. Ich finde bei uns alles. Genau, dann starte ich auf jeden Fall noch meine Maschine trocknen, denn ich möchte mit der Wäsche fertig werden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich will nicht mit Dreckwäsche ins nächste Jahr gehen. Ich habe nämlich bei Simply Jessie, ich weiß gar nicht, ob sie noch Videos macht, auf YouTube, ich schaue sie schon sehr, sehr lange nicht mehr, aber es ist schon ein paar Jahre her, da hat sie in einem Video mal gesagt, dass es Unglück bringt, wenn man mit Dreckwäsche ins neue Jahr geht. Ach, das habe ich übrigens mitgewaschen. Ist auch ein Talent von mir. Ich wasche auch Kugelschreiber mit und Atemmasken, FFP2-Masken. Genau, auf jeden Fall hat sie mal gesagt, dass es eben Unglück bringt. Und ich habe das dann tatsächlich auch mal angefangen, ohne Dreckwäsche ins neue Jahr zu gehen. Und ja, also gut, Unglück hat es mir nicht gebracht, wenn ich dreckige Wäsche hatte im neuen Jahr oder an Silvester. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich mit einem sauberen Haushalt, einem geputzten Haushalt ins neue Jahr gehe, dann bleibt es das Jahr über so. Wenn ich an Silvestertag sage, ja komm, egal, ich verbringe jetzt die Zeit mit den Kindern, spiel mit denen, was machst denn du jetzt? Wundert euch nicht über mein Tourette-Syndrom. Ich hoffe eigentlich, dass die Kinder jetzt an dem nichts anfangen zu schlafen oder einschlafen und mein Mann sitzt hinter mir in der Konsole und zockt Autorennen. Fragt mich nicht welches, ich habe da keine Affirmation zu. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, zurück zu Silvester, wenn ich dann eben sage, ja komm, scheiß auf den Haushalt, verbringen wir den Tag gemütlich und genießen den Tag und es hat halt dementsprechend ausgeschaut, dann hat sich das Jahr überhin auch so gezogen. Also ich für meinen Teil habe festgestellt, so wie ich in das neue Jahr starte, so wird es auch enden und so wird sich durchs komplette Jahr durchziehen. 12 Monate, 365 Tage und das soll es doch dann zukünftig bitte sauber und ordentlich. Deswegen möchte ich das jetzt in dieser Zeit alles sauber aufgeräumt, organisiert. Ich werde natürlich auch mitfilmen im nächsten Video, was ich dann filmen werde. Das ist das Obergeschoss, das werdet ihr aber erst nächstes Jahr sehen, denn am Samstag kommt ein Budgeting-Video, mein neues Budget für das neue Jahr. Ich habe nämlich neu umgerechnet, neu durchgerechnet und genau, also das ist mir sehr wichtig, dass das eben vorher kommt und die ganzen Putz-Videos, die jetzt in dieser Woche noch entstehen, seht ihr nächstes Jahr dann.
Genau, ich musste dann Klarspüle an der Spülmaschine auffüllen und mit Zitronensäure in der Spülmaschine. Es hat zeitweise echt super gut funktioniert. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ach, im Übrigen hatten wir Hunger und ich, Rabenmama, habe eine Pizza gemacht, eine TK-Pizza. Genau, mit Zitronensäure hat es echt super gut funktioniert. Bis ich dann mal einen Kartoffelschäler in einer Billigvariante in der Spülmaschine hatte. Die hat sofort Flugrost bekommen. Alles andere, was ein bisschen hochpreisiger war und qualitativ natürlich auch hochwertiger, hat echt gut funktioniert. Aber dieses Billigteil halt nicht. Und ich bin mir, muss ehrlich sagen, ich bin mir auch nicht sicher, welche Teile bei mir in der Küche billig sind, welche sind hochwertig. Deswegen bin ich dann wieder umgestiegen auf ein industrielles Geschirrspülmittel und habe jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht nach einer Alternative geguckt, weil ich mir dann dachte, Zitronensäure ist dann doch ein bisschen arg aggressiv in der Spülmaschine. Seife kannst du sowieso vergessen, ich will keine Schaumparty in meiner Küche. Und habe mir wie gesagt die Mühe noch nicht gemacht, nach einer Alternative zu gucken. Das hier war jetzt, ich glaube, die dritte Ladungsspülmaschine. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich sehe es gerade nicht so gut. Und ich habe dann auf jeden Fall schon mal diese Seite grob abgewischt. Einfach, ja, es ist nicht wirklich aufgeräumt. Ne? Das kann man jetzt nicht aufgeräumt nennen, aber es ist auf jeden Fall optisch schöner als vorher. Und da möchte ich dann nicht die ganzen Krümel da liegen haben. Deswegen habe ich da schon mal drüber gewischt und mir noch einen Tee gemacht. Dann habe ich mir noch schnell die Hände gewaschen, denn ich gehe wieder an die Wäsche. Dieser Schwung war nämlich fertig, der kam aus dem Trockner. Und ja, ich werde jetzt wieder alles in den Trockner schmeißen, auch die Wäsche, was eigentlich bei mir aufgehängt wird. Denn Punkt A, habe ich aktuell den Platz nicht, um alles im Haus aufzuhängen. Punkt B, ist es einfach schneller trocken. Genau, ich zeige euch dann noch, wie ich Bettlaken zusammenlege. Ich lege mir die immer dann kurz zur Seite und mache erstmal den ganzen Rest von der Wäsche. Dann ist das nämlich schon mal erledigt, weil das Bettlaken zusammenlegen ist genauso schlimm wie Socken zusammenlegen. Ich kann das einfach nicht. Also ich kann es schon, aber es nervt mich. Es macht mich aggressiv. Socken zusammenlegen macht mich einfach aggressiv. Und ganz oft ist es bei uns so, dass ich die Socken in einem Wäschekorb sammle. Und wir alle uns aus diesem Wäschekorb bedienen. Und wenn die Kinder dann zwei verschiedene Socken anhaben, by the way, dann ist es so, wenn es die Kinder stört, müssen sie die Socken selber zusammenlegen. Ja. Ich schlechte Mama. Nein, Spaß. Genau. Das war jetzt eine Portion Dunkelwäsche. Ich habe, glaube ich, zwei Maschinen dunkle Wäsche gemacht und eine Maschine Buntwäsche. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine Kochwäsche gemacht. Und ich habe das Hundekörbchen gewaschen. Also ja, ich war sehr fleißig. Das wird sich bis Silvester jetzt auch noch so durchziehen. Und dann habe ich diesen Stoß fertig und ich lege das immer auf den Haufen nach Schrank. Also mein Mann und ich haben ja ein Schranksystem. Dann haben Milena und Jana einen Schrank und der Damien hat einen Schrank. Und so stapel ich das dann auch, damit ich einfach an ein Schranksystem einen Stapel habe. Da kommt jetzt das Bettlaken und ich suche mir da erstmal die vier Ecken raus. Und dann nehme ich mir die linke Seite, steck meine Hand in die Ecke und nimm die zweite linke Seite und steck die Ecke in die Ecke. Hört sich kompliziert an, aber so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Ich wurschtel dann nur das Ding, was dann noch an der Seite ist, runterhängt, einmal gerade, damit das gleich ist und nicht verdreht ist. Das gleiche mache ich dann auf der rechten Seite, die Ecke in die Ecke stecken. Das hört sich echt banal an, aber ja. Beim Bettlaken stecke ich die Ecke in die Ecke. Und dann schüttel ich das erstmal. Also ich nehme dann beide Ecken, ich habe dann meine Hände in den Ecken drin und schüttel das erstmal, dass sich das glättet und entwirrt quasi. Dass es dann, ja, einheitlich ist. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das erklärt. Ich bin da so schlecht drin. Aber ihr seht es ja Gott sei Dank auch noch. Ich muss ja nicht nur erklären, ihr habt ja Gott sei Dank auch was Visuelles. Und da habe ich jetzt an der linken Seite die Ecke verloren. Hier habt ihr es gesehen, da habe ich nur eine aufgenommen und die zweite nicht, deswegen nochmal von vorne. Und wenn ich das dann gemacht habe und so ein bisschen geschüttelt habe, dann lege ich mir das flach auf den Tisch. Also ihr braucht da wirklich zwingend eine glatte Unterlage, sonst funktioniert das einfach nicht. Und dann fange ich von der rechten Seite an, dass ich das mir einmal zusammenlege, damit ich zwei glatte Kanten habe am Schluss. Also dass jetzt nicht dieses gewölbte Außen ist, sondern außen so eine gerade Kante ist.
Und ja, dann lege ich das einfach zusammen. Also da habe ich ja jetzt schon ein rechteckiges Tuch im Endeffekt und kann mir das dann einfach schön zusammenlegen und dann passt das super gut in den Schrank. Gut, bei diesem Bettlaken hat es jetzt nicht viel gebracht, weil ich jetzt dann eh das Bett frisch beziehe. Deswegen war das Zusammenlegen jetzt absolut unnötig, aber ich wollte es euch einfach zeigen, weil so schwer ist es gar nicht. Ist eigentlich voll einfach. Und wenn ihr euch ein bisschen Mühe gibt und das Ganze noch glatt streicht und nicht so wie ich, dann habt ihr es wirklich schön zusammengelegt und dann schaut es richtig gut aus. Aber ich finde, so ist es auch in Ordnung und für ein Bettlaken, hallo, besser geht's nicht. Okay, es geht besser, aber ich will es nicht besser. Ja, dann geht's schon wieder an die Spülmaschine. Da habe ich jetzt noch das letzte Weinglas rausgeholt, was in dem vorherigen Waschgang nicht reingepasst hat. Mein Tee war fertig, ich habe mir nochmal einen Tee gemacht. Also momentan trinke ich nur Tee. Irgendwie vertrage ich Kaffee nicht mehr. Ich weiß nicht warum, wenn ich Kaffee trinke, wird mir extrem schlecht. Ich kriege dann voll die Magenprobleme und bin umgestiegen auf Tee und trinke jetzt tagsüber verschiedene Teesorten. Also grüner Tee mit Zitrone, grüner Tee mit Vanille, Heubusch mit Vanille. Also wirklich das bunt durchgemischt. Und genau, ich habe jetzt dann nochmal einen Schnitt gemacht, weil ich mir dann eben dachte, ihr wollt bestimmt nicht das dritte oder vierte Mal zugucken, wie ich die Spülmaschine einräume. Also hole ich euch später wieder dazu, wenn die Flächen frei sind und das ganze Zeug, was da oben drauf steht, einmal weg ist. Ja, die Flächen sind jetzt frei. Jetzt geht's an die Feinarbeit quasi. Was ihr links ihr auf dem Mülleimer seht, in dem schwarzen Bottich sind Kartoffeln drin aus dem eigenen Garten. Oben drüber sind Tomaten, die müssen noch nachreifen. Einige sind auch schon rot geworden, die werde ich die Tage dann zum Kochen verwenden. Einige sind noch grün, die müssen noch nachreifen, aber das funktioniert so echt super. Und ja, dann müssen wir mal gucken, dass ich mir oder dass wir uns gemeinsam Platz schaffen, aussortieren, umorganisieren, eventuell ein paar neue Schränke ins Haus holen, damit auch der Müll da hinten verschwindet. Der stand jetzt eine Zeit lang vor dem Holzofen. Da hat er mich aber gestört. Jetzt habe ich ihn wieder dorthin gestellt. Den hatte ich ja schon mal dort an dieser Stelle und habe ihn weg, weil er mich gestört hat. Und jetzt stört er mich wieder, aber ich habe momentan nirgends anders Platz dafür. Und dadurch, dass wir, also ihr habt es bestimmt schon gesehen, zumindest die, was länger auf meinem Kanal sind, unser Wohnzimmer beispielsweise schaut nicht mehr so aus, wie es ausgesehen hatte, bevor ich jetzt die lange Videopause hatte. Ja, wir haben umgebaut, neu tapeziert. Ich finde, das schaut jetzt viel schöner aus, viel größer, viel freundlicher. Und da sind noch ein paar Schränke über, Hängeschränke. Und die stehen jetzt in meinem Esszimmer und blockieren mein Esszimmer. Ich komme da auch nicht mehr an meine Vorratsschränke ran, also ne, da ist gerade alles dicht. Und ja, einen Hängeschrank möchte ich im Gang hängen haben, damit ich dort einfach nochmal mehr Stauraum bekomme. Da warte ich jetzt nur drauf, bis mein Mann wieder frei hat von der Arbeit und er mir den aufhängen kann. Und die anderen Schränke, da müssen wir mal gucken, ob wir die im Haus irgendwo wieder verwenden oder ob wir die verkaufen. Schauen wir mal. Und dann gucke ich, dass ich genügend Platz und Stauraum schaffen kann, dass auf jeden Fall die Müllsäcke da hinten verschwinden. Vielleicht habt ihr aber auch eine Idee, wie ich die irgendwie schön verpacken kann, dass es nicht so hässlich aussieht. Genau, und fürs Hundefutter, da freue ich mich dann schon, wenn unter der Arbeitsplatte von den Kindern die neuen Schränke dann eingebaut sind, wenn wir die gekauft haben und eingebaut haben. Dann werden wir nochmal die Küche komplett neu organisieren und dann habe ich hoffentlich auch Platz für diesen riesen Hundefuttersack, dass der auch aus diesem Sichtfeld verschwindet. Noch eine andere Frage, falls jemand Holzofen hat und auf dem Holzofen kocht und mit ihm auch backt. Vielleicht hat derjenige einen Tipp für mich, wie ich den dann putzen kann, denn die Flächen, wo man die Pfanne draufstellt beispielsweise, sind nicht wirklich glatt. Und wenn man da dann spritzt mit dem Essen beim Umrühren oder so, das brennt sofort ein. Wie zum Henker kriege ich das weg, bitte? Gar nicht? Oder gibt es da einen Trick? Ja, auf jeden Fall das Hundekörbchen konnte ich dann anfangen wieder zusammenzubauen. Es ist noch nicht fertig zusammengebaut, weil ein Teil davon, sprich das Kissen in der Mitte, das muss noch gewaschen werden. Das habe ich nicht mehr geschafft. Aber das meiste von dem Körbchen ist schon gewaschen. Die Amy hat, ich glaube, 4 verschiedene Körbchen.
Und ich weiß nicht, ich kann nicht widerstehen. Ich muss immer wieder mal neue Körbchen kaufen. Sie hat jetzt vor 2 Wochen auch wieder ein neues Körbchen bekommen. Das liebt die aktuell. Also die war so froh. Die hat sich so gefreut, als sie es bekommen hat. Und ich liebe es einfach, wenn ich die Körbchen, wenn ich genügend Körbchen habe, dass ich sie durchwaschen kann. Und ich dann auch die Zeit habe, um sie wirklich sauber zu waschen, weil manche Körbchen brauchen einfach 2-3 Waschgänge, bis die tatsächlich geruchsfrei sind. Und der arme Hund würde sonst ohne Körbchen da sein und das möchte ich nicht. Deswegen hat die so viele. Genau, und dann habe ich angefangen, das Bad aufzuräumen. Ich hatte hier noch eine Kiste, die habe ich ausgewaschen. Da waren nämlich Quitten drin. Ich habe von meinem Schwager 12 Kilo Quitten bekommen. Habe daraus Quittengelee gemacht und für ihn aktuell den Quittenlikör. Der ist aber noch am Ziehen, also der dauert noch ein paar Wochen. Er meinte, er soll lieber länger ziehen als zu kurz und das ja, ist in Ordnung. Und das Körbchen habe ich ausgewaschen und dann, als es trocken war, nur auf den Schrank gestellt, weil ich ehrlich gesagt zu voll war, das wegzuräumen. Und genau, dann habe ich erstmal geguckt, die ganzen leeren Shampoo-Packungen einmal weggeschmissen. Und dann ging es ans Aufräumen, alles wieder zurück an seinen Platz, wo es hingehört. Einiges konnte auch endlich mal aus dem Bad raus, weil ich gecheckt habe, es wird im Bad einfach nicht mehr benutzt, wie zum Beispiel die Wasserrohrzange, die jetzt seit dem Bad renovieren im Bad lag. Die wird dort nicht mehr gebraucht, also kann sie zurück an ihren Ort, sprich in die Werkstatt. Ich habe dann auch die Zahnbürsten der Kinder weggeschmissen und neue hin, beziehungsweise ich habe noch keine neuen hin. Das war dann abends beim Zähneputzen, wie ich gecheckt habe, ach, da war ja noch was. Bitte schreibt mir in die Kommentare, dass ihr auch so hirnlos seid und so vieles vergisst. Den Seifenspender, der war leer, den habe ich dann einmal sauber gemacht, von außen abgewischt und später dann aufgefüllt. Genau, und dann haben wir einmal das Bad geputzt. Ich habe auf jeden Fall erstmal die Badewanne eingesprüht und die ganzen Fliesen und meine Dusche. Und während das eingewirkt hat, habe ich meine Schränke sauber geputzt, sauber gemacht. Und den Vorhang, den werde ich auch noch waschen, beziehungsweise werde ich mir da mal einen neuen kaufen. Der ist nämlich schon ein bisschen kaputt. Der ist oben an den Ösen ausgerissen. Und wir haben dann improvisiert und neue Löcher reingemacht, um den einfach wieder hinzuhängen. Aber der darf jetzt dann auch mal ausziehen, also der hat dann demnächst seinen Dienst getan und darf in die gelbe Tonne und es darf ein neuer einziehen. Ich habe dann auch mein Fensterbrett abgewischt und ich weiß nicht warum, aber es kommen immer wieder noch ein paar Lacksplitter zum Vorschein und immer wieder finde ich noch so kleine Lackreste, woher auch immer die kommen und wo die sich auch immer festkrallen, ich habe keine Ahnung. Aber sie tauchen immer wieder auf, das ist genauso ätzend wie Baustaub. Genau, ich habe dann noch kurz die Pflanzen gegossen, zumindest diese 3 dann in meiner Pflanzentour, wenn ich Pflanzen gieße im Haus. Und das sind nicht gerade wenig, also ich brauche mindestens 5 Liter Wasser, wenn ich meine Pflanzen gieße. Nee, Quatsch, mehr, weil in einer XXL-Gießkanne sind ja schon 5 Liter drin. Ich brauche aber mindestens solche 5 großen Gartengießkannen. Genau, dann vergesse ich die 3 Pflanzen da oben immer wieder mal. Und deswegen habe ich die jetzt mal schnell gegossen. Und dann habe ich alles abgewischt, dass es einfach wieder sauber ist und frei ist. Und ich hatte überall Kleckse, Zahnpastaflecken und ja, was man mit Kindern einfach so überall hat. Egal wo man hinguckt, überall sind Flecken und Fingerspuren und ja, Kinder halt, ne? Genau, das habe ich auf jeden Fall auch alles weggeputzt, alles weggewischt. Meine Schränke sind auf jeden Fall wieder weiß. Ihr werdet später im Wohnzimmer eine Sehne sehen. Da sind Schokoflecken dran gewesen von den Kindern. Dann ist eine Kaffeetasse ausgeschüttet an Weihnachten. Ja, was zwar grob trocken gemacht worden ist, aber halt nicht wirklich richtig weggeputzt. Und den Schrank habe ich jetzt auch noch richtig geschrubbt gehabt. Und jetzt ist er wieder weiß. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich finde es einfach schön. Genau, dann habe ich noch schnell meinen Spiegel geputzt. Und da verwende ich so Tücher für Spiegel und Glas, die ohne Putzmittel funktionieren. Also einfach nur mit Wasser. Ja, das Waschbecken habe ich natürlich auch geputzt und da wollte ich euch noch einen Trick verraten. Wenn ihr so diese Rillen zwischen Armatur und Waschbecken, wenn ihr das nicht sauber kriegt mit dem Lappen, weil ihr da einfach nicht hinkommt, dann nehmt euch ein Wattestäbchen, damit kommt ihr da super rein, funktioniert richtig, richtig gut.
Genau, und zum Spiegelputzen und bei euren Fensterputzen nehme ich einen Lappen, bei dem man kein Putzmittel braucht und macht den einfach nur nass. Und dann kann man da drüber gehen. Mir ist aber auch, ich finde diesen Lappen echt gut, weil man braucht wirklich kein Putzmittel und ich kriege damit Fettflecken von den Kindern weg, wenn die mir an die Fenster gebatscht haben. Es geht weg. Spurenlos weg. Problem ist aber, dass es nicht streifenfrei wegtrocknet, deswegen muss ich nochmal nachtrocknen. Und aber ansonsten finde ich diese Tücher echt richtig gut. Da hatte ich irgendwie Lack an meinem Waschbecken. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht abbekommen, auch nicht mit Kratzen. Es war irgendein goldener Lack. Ich vermute mal Nagellack. Kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Es ist immer noch dran. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Nagellackentferner das abbekomme. Und genau, hier ist jetzt mein Spiegel dran und ihr seht schon, wenn ihr ganz genau hinschaut, ich habe da lauter Zahnpastaspritzer drauf. Auch ein ewiges Leiden aller Eltern, oder? Und ihr werdet am Ende sehen, dass dieser Lappen es tatsächlich ohne Putzmittel wegbekommt. Ich habe dann nur ein bisschen von meinem Essigreiniger auf den Spiegel gesprüht, weil ich da auch, ja, wie so Kalkspuren hat das ausgeschaut. Also wenn die Spiegel anlaufen und dann läuft da so eine Wasserrille runter, diese Rillen, die sind nicht weggegangen. Die sind dran geblieben. Ich vermute mal, dass es Kalk war, weil mit dem Essigreiniger ging es dann weg. Kann es aber nicht mit Gewissheit sagen, deswegen, ja. Ich drücke ihn dann nochmal richtig gut aus, dass der wirklich trocken ist, aber man muss halt trotzdem nachtrocknen. Vor allem da, wo man dann eben Streifen sehen könnte. Also gerade hier im Spiegel, wenn man duschen geht, beschlägt der Spiegel, dann sieht man es. Auch ein geiler Tipp, wenn ich zum Beispiel duschen gehe und man rasiert sich gleichzeitig, dann schmiert ihr den mit Rasierschaum ein und beschlägt der Spiegel nicht. Auch bei den Fenstern, da trockne ich auch nach, weil da sieht man es einfach bei allen anderen Gegenständen aus Glas, wo man es nicht sieht, trockne ich nicht nach. Da lasse ich es einfach so abtrocknen. Dann fülle ich noch schnell die Seife auf. Dieses Auffüll-Nachfüllpack war dann auch leer, das durfte dann auch in den Müll. Und dann sind wir im Bad fertig. Und ja, ich habe dann auch keinen Bock mehr gehabt, Wäsche zu machen. Weiter geht's im Wohnzimmer. Ich habe dann erstmal angefangen, die ganzen Spielzeuge, was die Kinder vom Christkind bekommen haben, nach oben zu räumen. Ich habe erstmal irgendwo hingestellt. Also klar, den Kran habe ich bei Damien ins Zimmer getan, das Bosch-LKW-Dings habe ich in sein Zimmer getan. Ich habe auch von den Mädels das ins richtige Zimmer getan, aber erstmal einfach irgendwo hingestellt. Ja, weil ich auch da erstmal Platz schaffen muss. Ihr könnt mal gucken, ich habe ein Video gemacht, da habe ich Damiens Zimmer aufgeräumt, das ist super klein gewesen, oder es ist super klein. Und da muss ich erstmal richtig Platz machen, seine Werkbank steht aktuell auch nicht in seinem Zimmer, weil der Platz dafür einfach nicht da ist. Und die Carrera-Bahn, die haben wir dann gestückelt, erstmal oben an der Ecke gelegt, wo einfach Platz war. Und dann werde ich morgen, sprich für euch im nächsten Jahr, das Obergeschoss machen und hoffen, dass ich genug Platz bekomme. Und ich konnte einmal unter die Couch und da ist schon wieder so viel unten reingefallen. Und ich weiß nicht, sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die da wirklich 10-mal am Tag unter die Couch kriechen kann, weil irgendwas unten reinfällt und sich das Zeug da ansammelt. Super nervig, aber ja. Irgendwann hat es ein Ende. Ich habe versucht, die Carrera-Bahn so am Stück hochzutragen, weil ich faul war und sie nicht auseinandernehmen wollte, aber es hat nicht funktioniert. Und ich war dann auch zu blond, um sie auseinander zu machen. Da musste mir dann mein Mann helfen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ich wollte auch nichts kaputt machen, also ich wollte nicht einfach so anreißen wie so eine Blöde, wie so eine Irre. Und habe dann meinen Mann gebeten, dass er mir hilft. Und ich habe dann einfach schnell übergangsweise, bis er Zeit hatte, mir zu helfen, von der Melina was weggeräumt. Ihr Experimentierset, das habe ich erstmal auf die Fensterbank ans Fenster gelegt. Sie hat alleine schon angefangen, aber ja, fand ich dann nicht so gut. Ich möchte gerne, dass sie sich helfen lässt, dass wir das gemeinsam machen. Ja, weil es soll ja auch einen Sinn haben und nicht einfach irgendwas zusammengemischt sein. So, ich habe dann noch das restliche Wohnzimmer aufgeräumt, die Decken frisch gemacht, also zusammengelegt und ja, die werden auch noch gewaschen.
bevor wir ins neue Jahr gehen. Und die linke Couch musste ich einmal absaugen, denn ich hatte da, wie ihr hoffentlich sehen könnt, Brösel von Plätzchen auf der Couch. Oh, herrlich, herrlich, ich lieb's. Ja, als Mama bist du nur am Aufräumen und am Putzen und wenn du dann mal keine Lust dazu hast, dann sieht's so aus wie bei mir gerade. Und dann ist man halt ewig beschäftigt. Die Kinder haben am Tisch gegessen und den musste ich dann auch putzen. Und wenn die Kinder an dem Tisch essen, auch dann sieht es aus und der ganze Tisch ist eingesaugt. Und zwar wirklich der ganze Tisch ist eingesaugt. Vielleicht seht ihr es, wenn ihr das Ganze einmal in groß macht. Es sieht wirklich schlimm aus. Melina hat sich auch die Nägel lackiert und ich habe Nagellackflecken auf dem Tisch. Und nein, die habe ich jetzt noch nicht abgemacht, denn dazu hätte ich mir einen Nagellackentferner holen müssen. Und nee, heute nicht. Nee, wollte ich nicht. Ein andermal. Genau, die Kinder lesen ihre Bücher, die sie zu Weihnachten bekommen haben, was ich echt cool finde. Ja, das sehe ich gerade im Video, dass sie nicht wirklich die Bücher anschauen, sondern einfach nur Schmuck machen. Das ist mir gerade gar nicht, also wie ich den Tisch geputzt habe, gar nicht aufgefallen. Ich war so vertieft im Tischputzen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was die Kinder da eigentlich machen. Ja, auch ganz witzig, dann dem zuzuschauen. Weiter geht's dann an meiner... Was ist denn das jetzt? Das ist keine Wohnwand mehr. Das ist einfach nur noch diese vier Schränkchen. Ich habe dann erstmal die Schlüssel wieder reingesteckt. Die müssen wir immer wieder mal zur Seite legen, weil unser Sohn der Meinung ist, Schlüssel sind toll und er kann sie mit sich rumtragen. Und dann habe ich da erstmal Staub gewischt. Ich habe auch die Bilderleiste, was oben drüber, wo das Herz dran hängt, ist einmal abgewischt und vom Staub befreit. Und dann alles wieder hingestellt. Und ja, dann erstmal das Board sauber gemacht. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Das ist keine Wohnwand, das ist kein TV-Board, weil wir haben kein Fernsehen mehr im Wohnzimmer, ganz bewusst nicht mehr. Gut, mein Mann ist jetzt mit mir noch diskutieren, er hätte doch gerne ein Fernsehen im Wohnzimmer wegen seiner Mama. Weil meine Schwiegermama kommt ja sehr oft zu uns auf Besuch. Auch über Nacht, um mich einfach zu unterstützen, weil ich oftmals auch Termine habe, die sich überschneiden. Und sie dann zu Hause ist, ein Kind oder zwei Kinder hatten. Ich bin mit dem jeweils anderen Kind auf einem Termin. Eile nach Hause, drück ihr das Kind, mit dem ich gerade unterwegs war, auf die Arme. Sie gibt mir das andere Kind in die Arme und schwupps bin ich wieder weg. Ja, es ist einfach ganz blödes Zeitmanagement, aber es geht oftmals nicht anders. Und dann ist sie einfach bei uns, schläft auch bei uns und sie möchte natürlich auch Fernsehen gucken und deswegen ist mein Mann noch am Debattieren, dass wir im Wohnzimmer doch noch ein Fernsehen reintun, damit sie da eben auch Fernsehen gucken kann. Und das hier ist besagte Hölle. Es sieht aus, aber es ist auch das ist unvermeidbar und schon erst recht, wenn man Kinder hat einfach. Ja, und ich habe dann erstmal alles wieder weggeputzt und finde das richtig schön, wie weiß das jetzt ist. Schaut euch mal die linke Tür an, diese ganzen, auch der Boden, ja, es hat am Boden auch geklebt. Ja, mei. Realität. Und ja, ich habe sehr schwer lernen müssen, dass ich es nicht sofort wegputze. Und dieser Lernprozess geht seit 2 Jahren. Also vor 2 Jahren hätte ich tatsächlich mir einen Wischwuppen geholt, Lappen geholt, Putzmittel geholt und sofort in diesem Moment, wo das Unglück passiert ist, einfach weggewischt. Seit 2 Jahren läuft der Prozess, dass ich es eben nicht mache, sondern aushalte und es ist echt nervig, weil jetzt habe ich natürlich noch mehr Arbeit als vorher, denn jetzt klebt es und ist getrocknet. Wäre nicht, hätte ich es sofort weggemacht, aber egal. Ich bin mit meiner Schwiegermama ganz lieb, also ich muss mit ihr nicht streiten, weil ich mich erklären muss, warum ich sofort mit dem Putzlappen gekommen bin. Genau. Ja. Und jetzt ist es wieder sauber und es freut mich und ihr habt natürlich auch was zu sehen. Dann geht's ans Saugen, das ist unser Eingangsbereich, der sieht im Übrigen immer so aus. Also wir haben viel zu viele Schuhe, die Kinder haben viel zu viele Schuhe, viel zu viele Jacken.
Diese zwei Jacken habe ich dann erstmal in die Wäsche getan. Das eine ist eine Regenjacke, das andere ist eine Weste und der Damien möchte es generell anziehen. Auch bei minus 16 Grad, die wir vor zwei Wochen hatten. Und jetzt habe ich es endlich mal in die Wäsche, damit er es nicht mehr sehen kann und seine Winterjacke anziehen muss. Gut, momentan haben wir echt Plusgrade. Also wir bewegen uns gerade zwischen plus 5 und plus 10 Grad. Da würde wahrscheinlich dann die Regenjacke sogar echt gut gehen, aber nee, der soll seine Winterjacke anziehen. Und dass der Boden so dreckig ist, ja, das ist bei uns im Eingangsbereich einfach normal, weil wir alle mit dreckigen Schuhen hier reinlaufen. Und auch mit den Stallschuhen. Also ich habe jetzt hier auch einen Haufen gemacht mit Schuhen, die ich tatsächlich jetzt entsorgen werde, die einfach keiner mehr anzieht. Das sind gefühlt 500 Paar Gummistiefel. Schuhe, was mit Damien zu klein ist, Schuhe, was den Mädels zu klein sind und ja, die durften jetzt auch ausziehen, damit ich einfach wieder Platz habe. Ich habe dann auch den Schuhschrank von innen einmal rausgesaugt, da waren auch Steinchen und alles Mögliche drin und hier haben wir jetzt tatsächlich nur unsere Schuhe, mit denen wir in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, mein Mann in die Arbeit geht, ich zum Einkaufen gehe, ich auf Termine gehe. Unsere Stallschuhe, die wir anziehen, wenn wir zum Hühnern gehen oder wenn wir zu den Pferden gehen, die stehen im Wohnzimmer bei dem Ölofen auf der Glasplatte. Also unter dem Ofen muss ja aus brandschutztechnischen Gründen eine Glasplatte. Und auf dieser stehen unsere Stallschuhe. Zum einen, wenn die nass sind, können die dort auf der Glasplatte in Ruhe trocknen. Und zum anderen, wenn wir sie anziehen, ich ziehe sie zweimal täglich an, sind die schön warm. Mein Mann hat dann irgendetwas gesucht. Ich dachte, er hätte das in der Hand gehabt. Er meinte, es schaut genauso aus wie dieses Teil, aber er sucht ein anderes. Ja, keine Ahnung, wo es ist. Auf jeden Fall hat er mich dann in Ruhe machen lassen, in Ruhe saugen lassen. Und ich konnte jetzt endlich auch weiter saugen mit allem. Die Schuhe sind aufgeräumt. Und ja, wir werden uns im neuen Jahr auch um die Garderobe kümmern. Da werde ich auch einmal aussortieren, ausmisten. Wenn dann an der rechten Seite mein Schrank hängt, habe ich da auch noch mal ein bisschen Stauraum. Wenn ich sauge, dann mache ich auch meine Haustür auf, denn zwischen Haustür und dieser Eingangstrille, Wasserlaufrille oder was auch immer, das ist, fragt mich nicht. Ich bin einfach zu blöd dafür. Sammelt sich auch immer Dreck, das sauge ich auch raus, sonst habe ich sofort wieder Dreck im Wohnbereich. Und dann sauge ich noch schnell das Wohnzimmer. Ich habe auch hinten schon Küche und alles gesaugt. Mein Mann hat dann netterweise für mich das Wischen übernommen, während ich dann Abendessen gekocht habe. Und ja, dann war Feierabend. Ich hatte null Bock mehr, keine Lust mehr. Und es ist wieder sauber. Zumindest teilweise. Also das Obergeschoss fehlt noch und es muss noch so vieles einfach wieder Struktur reingebracht werden. Aber wie gesagt, das machen wir alles im nächsten Jahr, beziehungsweise werde ich euch die Videos im nächsten Jahr dann alle zeigen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt zum Thema Holzofenputzen, dann gerne in die Kommentare damit. Würde mich sehr freuen, denn wir kochen und backen regelmäßig mit dem. Nutzen einfach die Doppelwärme und genau. Tschüss, bis zum nächsten Video.